Moin zusammen! Die heutige Folge ist etwas kürzer als der Schnitt, aber dafür auch randvoll gepackt mit Informationen, die jeder da draußen kennen sollte. Denn Professor Johannes Krause kommt mit den geballten Erkenntnissen der noch recht jungen Disziplin der Paläogenetik daher und dürfte damit so einige vorherrschende Denkmuster über den Haufen werfen. Wir sprachen über Migration als ständigen Begleiter und Triebfeder der Menschheitsgeschichte sowie über die Auswertung steinzeitlicher DNA, etwa am Beispiel der Entdeckung der Denisova-Menschen, welche, ganz nebenbei gesagt, Professor Krause höchst selbst gelang. Aus der Geschichte heraus beschäftigten wir uns vor allem im zweiten Teil mit aktuellen Themen wie der Verwendung des Begriffes Ethnie und den genetischen Unterschieden zwischen heutigen Menschen auf der ganzen Welt. Und ich kann euch versprechen, die nackten Zahlen zum Unterschied in der DNA, die Professor Krause nennt, sind absolut faszinierend und müssten eigentlich selbst dem letzten Rassisten offenbaren, was für einen Schwachsinn er sich hingibt. Zumindest, wenn diese Menschen offen für Fakten wären. Aber hört ihn euch selbst an. Schönen guten Tag, Herr Krause. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Ramos. Sehr gut. Wundervoll. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Menschheitsgeschichte. Und wenn ich mir da mal Ihr letztes Buch anschaue, finde ich auf Amazon sofort die Beschreibung mit den drei Fragen: Woher kommen wir? Wer sind wir? Und was unterscheidet uns von anderen? Damit ist meine Fragenliste eigentlich fertig. Wenn Sie mir das kurz beantworten könnten, können wir hier Schluss machen. Ja gut, das Buch hat fast 300 Seiten, also so schnell werden wir wahrscheinlich nicht fertig und ich kann es natürlich jedem auch nur ans Herz legen, sich das Buch anzuschauen. Wir können natürlich hier nur die Oberfläche anreißen und vielleicht eine Frage nach der anderen abarbeiten und noch verschiedene Richtungen uns dann vielleicht entzweigen. Ja. Dann machen wir das doch. Fangen wir doch mal an mit woher wir kommen. Das deutet ja schon an, dass wir uns auch in der Geschichte ein bisschen bewegt haben. Ist Migration so eine Art stetiger Begleiter der Menschheitsgeschichte? Ja, das auf alle Fälle. Also ich bin Archäogenetiker, das heißt, ich untersuche alte Knochen, hole aus den DNA raus und schaue mir im Prinzip Verwandtschaftsbeziehungen an von Menschen aus der Vergangenheit. Und da können wir zurückgehen bis zu Neandertalern, also Urmenschen, die vor vielleicht 40.000, 50.000 Jahren hier in Europa gelebt haben. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter in der Zeit zurück, aber wir können jetzt nicht zur ganz frühen Evolution zurückgehen, zu jetzt mal Urmenschen, die vor Millionen von Jahren gelebt haben. Über die kann ich relativ wenig sagen, aber zumindest über die letzten paar 10.000 Jahre. Und was unsere Kollegen und wir in den letzten Jahren gezeigt haben, ist auf alle Fälle, dass Menschen immer sehr mobil waren, dass sie migriert sind, dass Migration Teil der Menschheitsgeschichte ist. Wir waren immer unterwegs, kann man wirklich sagen, durch die Menschheitsgeschichte, auf jeden Fall in den letzten 50.000 Jahren. Da haben sich unsere Vorfahren aufgemacht, Afrika zu verlassen und die Erde zu besiedeln. Sehr erfolgreich, wie wir heute wissen. Wir sind jetzt fast 8 Milliarden Menschen. Also der Mensch ist sicherlich eine der erfolgreichsten Spezies, die es in der Erdgeschichte gegeben hat. Und das in relativ kurzer Zeit und das in alle Regionen der Welt. Wir leben in der Arktis, wir leben im tibetischen Hochland, wir leben in der Sahara. Wir haben wirklich alle Ökosysteme dieser Welt erfolgreich besiedelt und das macht uns fast einmalig im Tierreich und sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, die einzigen Tiere, die das noch geschafft haben, sind die, die mit den Menschen assoziiert leben, wie Kakerlaken oder Mäuse und Ratten, die wir quasi auf diese Reise mitgenommen haben. Aber wir sind tatsächlich auf alle Fälle sehr, sehr mobil und das durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Was ja aber auch heißt, dass wir sehr anpassungsfähig sind an unsere Umgebung. Was waren denn dann überhaupt die Hauptgründe für diese Migrationsbewegung? Warum haben unsere Vorfahren überhaupt gesagt, machen wir uns mal auf den Weg? Ja, die sind sicherlich vielfältig und die genauen Gründe kann uns wahrscheinlich niemand sagen. Da müssten wir mit ihnen reden können, aber das ist schon so lange her, das wissen wir natürlich nicht. Aber das kann ganz unterschiedlich sein. Das können klimatische Veränderungen sein. Das war zu einer Zeit, wo beispielsweise sich Meerengen vielleicht geschlossen oder aufgetan haben, wo es vielleicht klimatische Veränderungen gegeben hat. Es wurde wärmer, es wurde kühler. Die Menschen konnten vielleicht in neue Jagdgründe vordringen oder in neue Regionen, wo sie Pflanzen und Wurzeln sammeln konnten. Das waren ja alles Jäger und Sammler, über die wir jetzt reden, diese frühen quasi Menschen, die die Erde besiedelt haben. Das waren ja nicht wie wir heute Ackerbauern oder Kinder von Ackerbauern, sondern das waren Jäger und Sammler. Und die haben immer nach Nahrung gesucht und auf der Suche nach Nahrung sind sie in neue
Teile der Erde vorgedrungen. Und ja, dann waren es vielleicht kältere Teile, höhere Teile, Teile mit mehr oder weniger Niederschlag. Man musste sich anpassen. Und was uns halt so besonders macht im Vergleich zu vielleicht einem Gnu oder einem Nilpferd oder einer Giraffe, ist, dass wir natürlich Kultur haben, dass wir Werkzeuge anfertigen können und dass wir es schaffen, in diesen Regionen zu leben, dass wir zum Beispiel uns Kleidung schneidern können und Speere, mit denen wir vielleicht Mammuts dann jagen können in der sibirischen Steppe, obwohl wir vielleicht Vorfahren aus Afrika haben. Und das würde so ein Gnu oder vielleicht auch so ein vielleicht anderen Tier nicht so einfach gelingen. Das müsste sich über sehr, sehr lange Zeit biologisch anpassen. Das heißt, es bräuchte Mutationen. Beispielsweise der Eisbär hat sich irgendwann vom Braunbär gespalten und hat quasi Mutationen im Genom angesammelt und hat es so geschafft, dass er lange im Wasser schwimmen kann und dass er weißes Fell hat und sich dementsprechend gut tarnen kann in der Arktis. Also in der Größe ist viel größer als ein Braunbär. Sich da wirklich stark anpassen müssen über 2 Millionen Jahre. Aber wir haben das mit unserer Kultur geschafft. Und das ist natürlich viel flexibler, als wenn die quasi Evolution dafür sorgen muss, dass Mutationen entstehen, die man seine Kinder vererbt, die dann weiter vererbt werden und dass so eine ganze Reihe von neuen Eigenschaften entsteht. Und bei uns ist es tatsächlich diese einzige oder einzelne Eigenschaft der Kulturfähigkeit, die es uns ermöglicht hat, komplex im Prinzip dann auch Werkzeuge anzufertigen und dann auch in Lebensräume vorzudringen, die für ja die vorherigen Menschengenerationen oder auch Menschenaffen vielleicht nicht zugänglich waren. Und diese Geschichte der Menschheit wurde ja klassisch, wie man sich vorstellt, von Indiana Jones, der war dann vor Ort und hat ausgegraben und tolle Schätze gefunden. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie sind gar kein Archäologe, Sie sind Genetiker. Es gibt ja die schöne Disziplin der Archäo- bzw. Paläogenetik. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, was hat es damit auf sich? Wie lange gibt es diese Richtung schon und welche Lücken schließt sie vielleicht in der Forschung? Also die Ursprünge liegen in den 80er Jahren. Da hat mein Doktorvater Svante Pebo das erste Mal versucht, aus einer Mumie DNA rauszubekommen, um dann eine Verwandtschaftsanalyse von der Mumie mit heutigen vielleicht Ägyptern durchzuführen. Ihm ist es damals auch gelungen, da DNA rauszubekommen, wobei man sich heute nicht mehr sicher ist, ob seine eigene DNA war oder die von der Mumie. Das ist ja vielleicht etwas kontrovers, weil damals hatte man noch nicht die Möglichkeiten zu zeigen, dass die DNA tatsächlich von der Mumie stammt und nicht von ihm selbst. Weil Kontamination ist immer ein großes Problem. Man kann sich das gut vorstellen. So ein Knochen, der liegt lange in so einer Höhle oder vielleicht in so einer Pyramide oder wo auch immer rum und sammelt natürlich im Laufe der Zeit vielleicht auch Kontamination an, weil er durch viele Hände geht, die Hände des Ausgräbers, vielleicht im Labor bearbeitet wird. Und natürlich die eigene DNA, die im Knochen drinne war von dieser Person, die da irgendwann mal gestorben ist, die hat sich natürlich im Laufe der Zeit zersetzt. Das heißt, Kontamination war ein großes Problem und erst so vor 10 Jahren haben wir eigentlich gelernt, das war zum Teil Arbeit, in die ich sehr intensiv involviert war, dann zu zeigen, wie kann man Kontamination von heutigen Menschen von der DNA aus der Vergangenheit unterscheiden. Und erst dann war es eigentlich möglich, die DNA von frühen Menschen, also von unseren direkten Vorfahren, zu untersuchen und mit den heutigen Menschen oder auch mit anderen Menschen aus der Vergangenheit zu vergleichen. Und das war im Prinzip dann die Geburt, wenn man es so will, der Archäogenetik, so wie wir sie heute kennen. Also würde ich so sagen, so 10 Jahre vielleicht ist es her. Man hat zwar vorher schon solche Untersuchungen gemacht an frühen Menschen, aber da konnte man nie sagen, ist das jetzt wirklich von dieser Person, die man untersucht hat, oder ist es vielleicht von einem Laboranten oder von einem Archäologen oder Anthropologen. Und deswegen war das Forschungsfeld dann auch, natürlich kann man sich vorstellen, sehr umstritten. Und viele Kollegen haben uns immer wieder Kontamination vorgeworfen. Manche Kollegen haben sogar gesagt, wir können das niemals machen, an modernen Menschen arbeiten. Aber jetzt haben wir Methoden, um das zu verifizieren, um zu sagen, das ist tatsächlich DNA aus der Vergangenheit. Wir schauen uns da zum Beispiel chemische Veränderungen an. Man kann sich das vorstellen, DNA wird alt, zerfällt, zerbricht. Da geht was kaputt, die verändert sich und diese Veränderung können wir messen. Und nur wenn wir die Veränderung haben, trauen wir dem quasi, dann glauben wir, dass das alte DNA ist. Und wenn wir die nicht haben, dann ist es höchstwahrscheinlich Kontamination. Und da hat man natürlich dann viele, viele Proben analysiert und hat dann auch so herausgefunden, wie viel Schäden muss man haben, um der DNA zu vertrauen, zum Beispiel aus der Vergangenheit. Und so ist es, wie gesagt, ein relativ junges Forschungsfeld, 10 Jahre. Aber ich denke, in diesen 10 Jahren hat das viele Zeitperioden und die Geschichtsschreibung oder die Vorgeschichte revolutioniert, weil wir Dinge herausgefunden haben, die für Archäologen und Anthropologen natürlich nicht zugänglich waren, nämlich die direkten Verwandtschaftsverhältnisse von diesen Menschen aus der Vergangenheit mit heutigen Menschen und mit den Menschen aus der Vergangenheit untereinander. Und das ist natürlich spannend, weil man natürlich dann viel lernen kann, über wie waren diese
diese Bevölkerungsgruppen zusammengesetzt, wo kamen die her, wie haben die sich ausgebreitet, was waren deren soziale Strukturen, waren die eher matrilokal oder patrilokal, also sind eher die Männer zu Hause geblieben oder sind eher Frauen zu Hause geblieben und die Männer auf Wanderschaft gegangen. Also da hat man wirklich sehr spektakuläre Ergebnisse in den letzten Jahren erzielt. Und Sie haben selbst schon gerade gesagt, DNA zerfällt. Was ist, also und welche Bedingungen müssen bestehen, damit so alte DNA überhaupt überlebt? Und was ist so die älteste DNA, die wir nachweisen konnten bisher? Also bei den Bedingungen sage ich immer, ist so ein bisschen wie man sich das zu Hause vorstellt, wenn man so ein Stück Fleisch hat. Ne? Das will man jetzt nicht unbedingt in der Sonne liegen lassen auf dem Küchentisch, sondern das packt man besser in den Gefrierschrank oder in den Kühlschrank. Und das gilt natürlich auch für alte Knochen. Also es ist besser, wenn sie kalt lagern, als zu warm, weil sie dann zerfallen und möglichst auch trocken und nicht zu feucht, so wie man das zu Hause auch lieber hat, dass sich die Dinge länger halten. Also das ist ideal, sind sie im Permafrost, vielleicht in Sibirien, so wie man sich vielleicht das in so einem Film vorstellt, so ein eingefrorenes Mammut, was da irgendwo noch im Frostboden in Sibirien auftaut. Das ist tatsächlich natürlich das Beste, um DNA zu gewinnen. Aber wir haben auch in den letzten Jahren auch selbst in tropischen Regionen am Äquator Knochen analysieren können, die noch sehr gut erhalten waren. Das heißt, manchmal sind auch trockene Bedingungen sehr gut in der Wüste zum Beispiel, auch in Ägypten zum Beispiel, wo sich dann die Knochen auch sehr gut erhalten, weil einfach keine Feuchtigkeit da ist und die Feuchtigkeit bedingt dann halt Schimmelpilze zum Beispiel oder Bakterien, die wachsen und die Knochen zersetzen. Und so ist es, wie gesagt, trocken und kalt sind die besten Bedingungen. Die älteste DNA, die man bisher gefunden hat, stammt dann dementsprechend auch aus dem Permafrost aus Alaska in einem Pferd. Das war ungefähr 800.000 Jahre alt, also wow. Nicht ganz eine Million, aber doch schon relativ alt. Leider nicht Millionen von Jahren alt. Also ich bin selber Generation Jurassic Park. Ich habe das damals im Kino gesehen, als ich Jugendlicher war. Das hat mich natürlich sehr beeindruckt. Vielleicht auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass ich Archäogenetiker geworden bin. Allerdings, ja, also an T-Rex können wir leider nicht arbeiten. Da ist keine DNA mehr drin. Der ist zu alt. Zumindest mit den Methoden, die wir im Moment haben. Ich denke aber, da wird sich nicht so viel mehr ändern. Aber zumindest in den letzten Millionen Jahren haben natürlich auch viele spannende, vielleicht Tiere und natürlich auch menschliche Populationen gelebt, die wir so genetisch analysieren können und deren Verwandtschaftsverhältnisse wir untereinander dementsprechend bestimmen können. Jetzt haben Sie das Thema selber schon angesprochen, Stichwort Jurassic Park. Es gab jetzt in den letzten Jahren ja immer wieder Diskussionen, Berichte von wegen Mammut-DNA, könnte man nicht mal so eine Art Jurassic Park nicht mit Dinosauriern, sondern zumindest mit Mammuts machen. Halten Sie das für realistisch? Also ich denke, die Technologie ist prinzipiell da, dass man sowas macht. Das würde sehr viel Geld kosten, Milliarden von Euro. Da muss man sich dann fragen, macht das Sinn? Also macht es jetzt Sinn, irgendwie viele Milliarden Euro auszugeben, um Mammuts wieder in Sibirien durch die Steppe, durch die Mammutsteppe ziehen zu haben? Wahrscheinlich nicht. Man hat aber auch irgendwann in den 60er Jahren mal entschieden, Hunderte von Milliarden von Euro auszugeben, um einen Mann auf den Mond zu schicken. Das ist immer die Frage, hat man davon jetzt viel gelernt? Haben wir dadurch irgendwie Dinge in unserem Alltag, die uns weitergebracht haben, vielleicht nicht unbedingt, ja. Also das war hauptsächlich eine Konkurrenzsituation zwischen den USA und der Sowjetunion, die dazu geführt haben, dass man da so viel Geld für ausgegeben hat. Das ist immer die Frage, wo sind die Prioritäten? Also wenn es eine Priorität von irgendjemand ist, Mammuts wieder zum Leben zu erwecken, dann kann er das Geld dafür ausgeben. Ich denke, es wäre vielleicht vernünftiger, dafür zu sorgen, dass die afrikanischen Elefanten nicht aussterben, weil das ist im Moment ein größeres Problem. Da sollte man vielleicht die mit den Milliarden lieber schützen, als Milliarden auszugeben, um Mammuts wieder zum Leben zu erwecken. Wobei man natürlich in Sibirien viel Platz hat. Vielleicht ist dort mehr Platz als im Moment in Afrika, wo die Populationsdichte doch der heutigen Menschen etwas höher ist. Nee, aber da Spaß beiseite. Ich denke, man kann das machen, aber ich fände es nicht vernünftig. Und es wäre ein sehr großer Aufwand. Das Hauptproblem ist tatsächlich der Elefant selbst, weil wie man das machen würde, ist, man würde quasi Samenzellen oder Eizellen nehmen von heutigen Elefanten und würde die genetisch manipulieren, verändern. Wir haben das Genom sequenziert von Mammut. Wir wissen quasi, wie die DNA des Mammuts aussieht. Man müsste dann an jeder Stelle, wo sich Elefant und Mammut unterscheiden, dann die Elefantenposition mit der Mammutposition austauschen. Da gibt es Technologien, wie gesagt, die sind entwickelt worden in den letzten Jahren. Das ist möglich, wird eine Weile dauern, wird teuer sein, aber dann muss man die immer wieder natürlich vielleicht auch kreuzen und anwachsen lassen und so
Elefant wächst halt über 20 Jahre, bevor er sich selber fortpflanzt. Das heißt, man muss dann mit jedem Experiment 20 Jahre warten, bis man dann in die nächste Stufe kommt. Und das würde wahrscheinlich dann nicht nur Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte dauern, bis man das Mammut wieder hätte. Wie gesagt, der Aufwand ist es, glaube ich, nicht wert, aber theoretisch ist es möglich. Ich glaube, da könnte man sich eher einen Frosch vornehmen oder irgendeinen ausgestorbenen Vogel oder so. Das würde wahrscheinlich schneller gehen. Aber das ist vielleicht nicht so spannend wie ein Mammut. Mammut hat dann doch irgendwie jeder eine Beziehung dazu und eine Vorstellung und findet das vielleicht spannend und toll. Man muss dazu auch sagen, es würde vielleicht sogar noch schneller gehen, so wie man es mit dem Auerochsen gemacht hat. Der Auerochse ist ja auch ausgestorben im 18. Jahrhundert. Und was jetzt holländische Rinderzüchter gemacht haben, ist, die haben einfach Rinderarten miteinander gekreuzt, die so sehr ancestrale Phänotyp hatten, große Hörner, breit gebaut waren, und hat einen Rind erschaffen, was so aussieht wie ein Auerochse, ne? Und das könnte man mit Mammuts oder mit Elefanten auch machen. Man könnte quasi die afrikanischen Elefanten und indischen Elefanten miteinander kreuzen, die besonders robust sind und besonders haarig sind. Und irgendwann vielleicht nach 100 Jahren hätte man dann auch einen Elefanten gezüchtet in Zoos oder so, der halt dann auch vielleicht krumme Stoßzähne hat und haarig ist und am Ende so aussieht wie ein Mammut. Das ist dann immer noch ein Elefant, aber aussehen tut er wie ein Mammut. Und vielleicht kann er sich auch in Sibirien ganz gut heimisch fühlen. Das kann man natürlich auch machen. Dann hat man quasi nicht das gleiche, das Mammut wieder erstellt, aber ein Tier, was aussieht wie Mammut. Ne? Das hat man ja bei Hunden und bei Katzen und allen möglichen anderen Tieren schafft man das ja auch, dass man das Aussehen so mit Hilfe von Kreuzungen verändert. Das hat ja nicht, das ist ja keine Genetik. Ne? Das ist auch Genetik, aber es ist Züchtung. Wir haben ja Pekinesen und irgendwie eine deutsche Dogge oder sowas. Das ist genetisch fast identisch. Aber dann durch Züchtung dann doch im Phänotyp sehr unterschiedlich. Sind beides Hunde. Das ist auch möglich. Also für den Moment erstmal ein schönes Gedankenspiel. Wenn wir zu den Genen der Menschen zurückkommen, wenn Sie jetzt so eine alte DNA finden, was lässt sich alles aus einer prähistorischen DNA rauslesen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also prinzipiell ist es der Bauplan und wir bekommen den quasi DNA, das Genom, was wir auch von einem heutigen Lebewesen bekommen können, jetzt aus der Vergangenheit mit den neuen Technologien. Nicht komplett, nicht 100%, aber sage ich jetzt mal, zum Großteil bekommen wir das. Und da haben wir den Bauplan und da haben wir die Gene, das sind die Bausteine und die können wir uns am Computer angucken, können die wieder zusammensetzen, können so ein Genom wieder zusammenpuzzeln. Das ist wie so ein riesiges Puzzle, was quasi nur aus Fragmenten besteht, wie Wörter, die aber nur 4 Buchstaben haben, A, C, T und G. Das sind die 4 Basen, aus denen die DNA besteht. Und daraus können wir so ein Genom wieder zusammenbasteln. Das hat dann bei Menschen zum Beispiel 3,2 Milliarden von diesen Basen, von diesen Positionen. Und da sind natürlich Informationen drin über das Aussehen dieses Individuums. Wenn wir die kennen, von heutigen Menschen zum Beispiel, da kennen wir zum Beispiel Gene, die die Augenfarbe beeinflussen, die Hautfarbe, die Haarfarbe, die Fähigkeit, sage ich jetzt mal, Milch trinken zu können oder andere Sachen zu verdauen oder auch vielleicht bestimmte Krankheiten zu bedingen oder auf Krankheiten einzuwirken, dann können wir das dann über diese Individuen aus der Vergangenheit halt auch sagen. Das ist vielleicht eine interessante Information, dass man jetzt zum Beispiel gelernt hat, dass die Menschen vor 10.000 Jahren alle noch dunkle Haut hatten. Das macht auch Sinn, weil wir sind in Afrika entstanden vor 50.000 Jahren. Genau, also wow. Tatsächlich ist die dunkle Hautfarbe, die wir heute in den, oder die helle Hautfarbe, sagen wir so, die helle Hautfarbe, die wir in heutigen Europäern haben, die beginnt sich auszubreiten so vor 7.000 Jahren und so richtig in der quasi Helligkeit, wie wir sie heute haben, haben wir sie tatsächlich erst vor 5.000 Jahren. Also es ist eine relativ kürzliche Entwicklung. Das haben uns zum Beispiel auch diese Gene aus der Vergangenheit gezeigt. Sie haben uns quasi nicht nur die Verwandtschaften gezeigt, sondern auch den Phänotyp, das Aussehen. Und das ist vielleicht keine, wie gesagt, große Überraschung, weil der Mensch ist in Afrika entstanden. Wir sind aus Afrika vor 50.000 Jahren ausgewandert und haben die Welt besiedelt. Genetisch gesehen muss man auch ganz klar sagen, sind wir Afrikaner. Wir sind Ostafrikaner sogar, kann man spezifischer sagen. Wir sind mit Ostafrikanern näher verwandt als Ostafrikaner mit Westafrikanern. Auch interessant, ne? Weil das bedeutet im Prinzip halt auch, wir sagen immer Afrikaner, so grob, aber dann gehören wir auch als Europäer dazu. Wir sind auch Afrikaner. Ja. Weil wir sind im Stammbaum quasi ein Teil der Vielfalt, der menschlichen Vielfalt der Menschen. Aber die tiefen Äste im Stammbaum liegen alle in Afrika. Ja? Und Südafrikaner, Westafrikaner, Ostafrikaner, die haben sich vor ungefähr 150 bis 200.000 Jahren voneinander getrennt. Und wir haben uns von Ostafrikanern erst vor 50.000 Jahren getrennt. Also das heißt, wir gehören eigentlich zu so einem afrikanischen Stamm. So, wir sind eigentlich afrikanischer Stamm. Und das sieht man auch im Phänotyp, wie gesagt, vor 10.000 Jahren, wenn sie da hier in Europa durch den Wald gestreift wären und ihnen wären früher Europäer begegnet, dann wären sie vielleicht überrascht gewesen, weil die hatten tatsächlich dunkle Haut. Die hatten keine helle Haut, so wie die Menschen heute in Europa. Und die helle Hautfarbe hat sich erst ausgebreitet, als sich der
als sich der Ackerbau ausgebreitet hat. Das beginnt vor so ungefähr 7000 Jahren. Und das war im Prinzip eine, wahrscheinlich, so vermuten wir zumindest, eine Anpassung an den Ackerbau. Und zwar ist es so, dass mit dem Ackerbau kommt eine neue Ernährung. Ackerbauern haben eine andere Ernährung als Jäger und Sammler. Und die Ackerbauern waren fast Vegetarier. Die haben ganz wenig Fleisch nur gegessen. Das können wir auch sehen in den Knochen und in einer sogenannten Isotopenanalysen, was die so gegessen haben. Da sieht man, die haben relativ wenig Fleisch gegessen, relativ viel pflanzliche Proteine. Und aus den Pflanzen können sie bestimmte Nährstoffe nicht aufnehmen, zum Beispiel Vitamin D. Das ist einfach in Pflanzen nicht drin. Und das kann man zum Beispiel aus Fisch und Fleisch bekommen. Das sieht man auch heute, gibt es so Fischöl mit Vitamin D angereichert und sowas. In Milch ist es zum Teil auch drin, aber meistens dazugesetzt, ist gar nicht so viel drin. Und man kann es, wie gesagt, über die Nahrung bekommen oder aber in der Haut produzieren. Und zwar in der Haut kann es durch Sonnenlicht produziert werden. Ja, das ist ganz interessant. Ein bisschen sind wir dann doch wie eine Pflanze. Ja, wir müssen uns ab und zu mal ins Licht stellen, um zum Beispiel Vitamin D zu produzieren. Oder wenn wir Fisch und Fleisch essen, brauchen wir es nicht. Und in dem Moment, als jetzt diese Menschen nach Europa kamen, haben sie sich umgestellt. Sie wollen Ackerbauen. Also sie waren Ackerbauern, sind als Ackerbauern eingewandert und haben hier dann gelebt und haben wenig Fisch und Fleisch in der Nahrung gehabt, konnten kein Vitamin D mit Nahrung aufnehmen. Aber das war im Süden von Europa kein Problem. So als der Ackerbau in Anatolien entstanden. Anatolien war es relativ viel Sonne. Ja, das ist auch heute noch so und das war vor 7000 Jahren nicht anders. Deswegen fahren wir in Urlaub in die Türkei oder in den Mittelmeerraum. Aber umso weiter man nach Norden vordringt, umso dunkler wird's. Und vor allem im Winter sind es dann wirklich 3 Monate Dunkelheit. Und dann reicht es quasi, wenn man dunkle Haut hat, nicht aus, weil man hat zu dunkle Haut, man kann quasi über die Haut kein Vitamin D produzieren. Man muss es über die Nahrung aufnehmen, aber wenn man es in der Nahrung nicht hat, weil man kein Fisch und Fleisch mehr isst, hat man Vitamin D-Mangel. Und das haben auch Menschen heute. Also das haben sogar Menschen in Norddeutschland. Also Leute, die in Flensburg wohnen, selbst mit heller Haut, wenn es im Winter 3 Monate dunkel ist und sitzen den ganzen Tag nur vom Fernseher oder im Büro und gehen nicht raus, dann haben die Vitamin D-Mangel. Das kann man nachweisen. Das kann man Ärzten nachweisen. Und das kann man mit Präparaten, Fischöl zum Beispiel, früher Lebertran, gegenwirken. Ja, also ich kenne das nur von den Großeltern. Die mussten jeden Tag einen Lebertran-Löffel essen für das Vitamin D. Das wussten die Menschen schon seit langer Zeit. Und so haben sich, wie gesagt, im Laufe der Zeit die Menschen anpassen müssen an diese Dunkelheit und mussten heller werden. Weil nur wenn man wirklich helle, sehr helle Haut hatte, konnte man dieses Vitamin D in der Haut produzieren. Und das ist jetzt auch interessant, weil wenn man sich so auf der Welt anschaut, wo sind die Menschen am hellsten, dann ist es in Skandinavien der Fall. Und Skandinavien ist mit Abstand der nördlichste Punkt auf der Welt, wo Ackerbau betrieben wird. Das hat was mit dem speziellen Klima in Europa zu tun. Durch den Golfstrom ist es sehr warm und man kann ja zum Beispiel selbst in Finnland, wenn man nach Finnland fährt, nach Helsinki oder so, dort wird Ackerbau betrieben. Wenn man aber im gleichen Breitengrad nach Sibirien schaut oder nach Kanada oder Alaska, dann ist man im Permafrost. Ja? Da kann man keinen Ackerbau betreiben. Da ist man in tiefen Wäldern von Manitoba oder Alaska oder Sibirien in der Tundra-Taiga. Da ist kein Ackerbau. Es ist nicht an Ackerbau zu denken. Und das ist nur in Europa möglich wegen dem Golfstrom. Und deswegen, weil wir so weit quasi im Norden sind, ist es besonders dunkel. Man kann aber Ackerbau betreiben, deswegen muss man besonders hell werden. Und deswegen sind die Skandinavier die hellsten Menschen der Welt. Weil die mussten sich dort anpassen. Ansonsten konnten sie dort nicht überleben. Und das sieht man tatsächlich auch, dass sich der Ackerbau später erst nach Norden ausgebreitet hat. Das heißt, nach Mitteleuropa, zum Beispiel nach Deutschland, kam der Ackerbau schon vor 7000 Jahren, aber nach Schweden und dann nach Finnland dann erst vor 5000 beziehungsweise 2000 oder 3000 Jahren. Also die Menschen mussten sich dort erst anpassen und nicht mit Hilfe der Kultur in dem Fall, sondern tatsächlich die Biologie, weil man ansonsten krank geworden ist und Vitamin D-Mangel hatte und nur mit heller Haut war das möglich. Deswegen sind wir weiß geworden. Das macht uns jetzt sowieso als besonders, aber wenn man sich das überlegt, dass es aus wenige tausend Jahre alt ist, dann zeigt das halt auch, dass das auch wenig Sinn macht, den Menschen zu klassifizieren nach Hautfarbe, was man ja heute tut. Das heißt, das macht aus genetischer Sicht keinen Sinn. Genau, das heißt quasi, wenn ich vor 5000 Jahren in Europa gewesen wäre, wären die Menschen in Deutschland sogar heller gewesen als die in Skandinavien, weil die noch keinen Ackerbau betrieben haben? Genau, genau. Ja. Das wäre tatsächlich so. Das heißt, die Jäger und Sammler, die sogenannten Mesolithiker, die vor 5000 Jahren noch in Skandinavien gewohnt haben, da hatten zwar einige schon helle Haut, aber viele auch noch dunkle Haut. Wohingegen die Menschen, die hier gewohnt haben in Mitteleuropa, die hatten tatsächlich schon hellere Haut und wurden dann im Laufe der nächsten 1000 Jahre nochmal, Beginn der Bronzezeit, noch ein bisschen heller, weil sich das noch weiter ausgebreitet hat. Also ab 4000 so vor heute kann man sagen, dass die Mitteleuropäer so hell sind wie heute. Und Beginn tut das Ganze, wie gesagt, so vor 7000, 8000 Jahren, dass die Menschen hell werden. Passiert auch sehr schnell, muss man sagen. 2000, 3000 Jahre und die Menschen werden hell. Das bedeutet, es war auch ein großer Selektionsvorteil, wenn man helle Haut hatte, weil, wie gesagt, Vitamin D-Mangel führt tatsächlich zu, also zum Beispiel Rachitis, Knochenverformung, Immunschwächen. Das heißt, Vitamin D ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein Vitamin, deswegen sagt ja schon der Name, es ist lebenswichtig. Und
dementsprechend war es natürlich auch für diese Menschen wichtig. Ansonsten hätten sie nicht als Ackerbauern leben können. Also das war lebenswichtig, sich dort anzupassen und hat deswegen vielleicht auch eine Weile gedauert, weil der Ackerbau entsteht in Anatolien, wie gesagt, zuerst vor 10.000 Jahren und es braucht dann auch nochmal 3.000 Jahre, bis er zu uns kommt. Also das ging auch nicht von heute auf morgen. Und dann, wie gesagt, nochmal so 2.000, 3.000 Jahre, bis er dann nach Schottland kommt oder Skandinavien kommt, also weiter in den Norden, wo es einfach auch dunkler war und man sich dann auch an diese dunklen Lebensbedingungen anpassen musste. Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, mehrfach 50.000 Jahre. Das heißt, vor 50.000 Jahren, so der Stand der Forschung, sind wir aus Afrika aufgebrochen. Waren das mehrere Wanderbewegungen oder war das quasi einmal eine große Wanderbewegung, die aufgebrochen ist? Ja, also es gibt tatsächlich Funde von frühen modernen Menschen, also Menschen, die anatomisch so aussehen wie wir, außerhalb von Afrika, die älter sind als 50.000 Jahre. Es gibt zum Beispiel einen Fund aus Israel, der ist Skul heißt der, und auch im südlichen Israel, Kafzeh, die sind so 100.000 Jahre, die sind eigentlich älter als 50.000 Jahre. Es gibt sogar einen Fund, der stammt aus Griechenland, der ist 210.000 Jahre alt. Über den hatte auch Frau Böhme schon mal hier im Podcast bei Ihnen geredet. Das gilt jetzt als einer der ältesten frühen modernen Menschen außerhalb Afrikas. Aber interessanterweise ist es so, dass die heutigen Menschen, die wir heute auf der Welt finden, Europäer, Asiaten, Australier, Afrikaner, Indianer in Nord- und Südamerika, einen gemeinsamen Vorfahren haben vor so 200.000 Jahren, der irgendwo scheinbar in Afrika gelebt hat. Wie gesagt, die genetische Vielfalt finden wir in Afrika. Und alle Menschen außerhalb Afrikas, also Europäer, Asiaten, Australier und Indianer, gehen auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück vor 50.000 Jahren. Also die Genetik sagt ganz eindeutig, dass wir alle vor 50.000 Jahren einen Vorfahren haben, die jetzt heute außerhalb von Afrika leben. Das heißt, es gab vielleicht schon mal Menschen, die Afrika verlassen haben, vor uns. Aber das sind nicht unsere Vorfahren. Das können nicht unsere Vorfahren sein. Die Genetik spricht da ganz stark dagegen. Weil, wie gesagt, wenn man sich das so als Stammbaum vorstellt, gibt es diese ganzen Verästelungen, der dicke Stamm, die dicken Äste im Stammbaum der Menschen. Die stehen alle in Afrika. Es gibt einen Zweig. Das sind quasi Nicht-Afrikaner, die Menschen außerhalb Afrikas. Und die haben einen gemeinsamen Vorfahren vor 50.000 Jahren, was gar nicht so lange her ist. Man muss dazu auch sagen, es gibt dann noch einen kleinen Beitrag, den die Neandertaler auch in uns hinterlassen haben, weil die haben sich mit uns vermischt irgendwann mal. Es gibt quasi auch Gene von Neandertalern, die in uns zu finden sind, in ihnen, in mir, nicht die gleichen, aber so ungefähr 2%. Das heißt, so 98% sind wir, was ich gerade beschrieben habe, dieser Afrikaner, der vor 50.000 Jahren Afrika verlassen hat. Und zu 2% haben wir was von Neandertaler, der ja ein Urmensch war, der irgendwann ja auch mal Afrika verlassen hat, vielleicht vor 500, 600.000 Jahren, sich zum Neandertaler entwickelt hat und sich dann mit uns vermischt hat, als wir Afrika verlassen haben. Wahrscheinlich im Nahen Osten, zumindest gehen wir im Moment davon aus. Und dann gibt es auch noch andere Urmenschen, vielleicht schon, haben Sie schon mal gehört, von Denisovana. Das war ein Urmensch, der in Asien gelebt hat, wo ich vor einigen Jahren die Möglichkeit hatte, daran zu arbeiten, was natürlich toll war, an dem Denisovana zu arbeiten oder ihn sogar zu entdecken, muss man sagen, weil er ist in der Genetik oder ist durch uns gefunden worden und nicht, wie das normalerweise so ist, man gräbt in so einer Höhle und findet einen Schädel und sagt, oh, Heureka, ich habe was Tolles Neues hier, sondern bei uns war es eher ein Heureka-Fund im Labor, wo wir DNA bekommen haben von einem kleinen Knochen, von einem Fingerknochen, der sich herausgestellt hat als Urmensch, der weder Neandertaler war, noch einer von uns, sondern eine neue Menschenlinie, nämlich so eine Art, wenn man es will, asiatischer oder ostasiatischer Neandertaler, der näher verwandt ist mit dem Neandertaler als mit uns, aber eine andere Menschenlinie quasi war. Und von dem haben wir jetzt auch noch mehr gelernt, weil dessen DNA finden wir auch in heutigen Menschen, in Papua-Neuguinea zum Beispiel, in Australien. Das heißt, die Vorfahren der heutigen Ureinwohner Australiens und Papua-Neuguineas haben sich mit Denisovanern vermischt, wir nicht, weil hier gab es die bei uns nicht, aber dort scheint es die gegeben zu haben und die haben sich dort mit diesem anderen Urmensch, dem Denisovaner, vermischt. Also das heißt, von diesen Urmenschen ist auch noch ein bisschen was in uns drin. Also wir sind nicht 100% Afrikaner, sondern in Europa zu 98% und in Papua-Neuguinea und Australien 95% und noch so ein bisschen was von diesen Urmenschen, von denen wir was haben. Aber wie schon gesagt, diese anderen früheren Auswanderungen vielleicht aus Afrika von frühen modernen Menschen, die haben scheinbar keine Nachkommen hinterlassen. Es gibt auch tatsächlich jetzt Fossilien von frühen modernen Menschen, aus denen wir DNA rausbekommen haben, die so 40.000 Jahre alt sind, 45.000 Jahre alt sind. Und auch bei denen zeigt sich interessanterweise, dass sie keine Nachkommen hinterlassen haben.
in späteren Populationen. Das heißt, die ersten Menschen, die wir zum Beispiel in Europa haben, die wirklich dann DNA hinterlassen haben in Menschen, die später in Europa gelebt haben und auch in uns zu finden sind, die sind so 37.000 Jahre alt. Das heißt, es gab immer mal scheinbar so eine Art, ja, kleine Einwanderung, die aber nicht erfolgreich waren. Also der Mensch war am Ende irgendwann sehr erfolgreich, aber es brauchte scheinbar auch ein paar Anläufe, bis er dann so erfolgreich war, dass er die Neandertaler und die Denisovaner verdrängt hat und alle anderen Urmenschen. Es gibt ja nur noch uns. Ja? Es gibt ja keine anderen Urmenschen mehr. Es gab auch in Indonesien noch so einen kleinen Zwergmenschen, den Homo floresiensis. Auch der ist verschwunden. Das heißt, wir haben alle anderen verdrängt. Wir waren dann die erfolgreiche Spezies Mensch, wenn man das so will, mit ein bisschen Vermischung, aber Großteil Verdrängung. Und da muss man sich ja fragen, warum? Und wie gesagt, es hat auch viele Anläufe gebraucht. Also irgendwas ist dann auch vor 40.000 Jahren passiert, was es uns plötzlich ermöglicht hat, uns überall auszubreiten und vorher halt nicht. Also da haben sich dann viele auch gefragt, was das war. War das eine bestimmte Mutation? War das einfach eine Umweltbedingung? Eine Naturkatastrophe? Da gibt es viel Spekulation, aber ich denke, wir können das nicht so genau sagen, was uns so erfolgreich macht im Vergleich zu den anderen Urmenschen wie Neandertaler oder Denisovaner. Ja, ich hatte auch das große Glück, in der vorletzten Folge mit Ihrem Kollegen Jean-Jacques Hublin zu sprechen. Und da haben wir auch das Thema einmal angesetzt, warum wir quasi diejenigen sind, die sich durchgesetzt haben. Aber ich würde gerne auf den Punkt zurückkommen, dass Sie sagen, wir sind die Europäer sind genetisch sogar mit dem Ostafrikaner noch verwandter als der Ostafrikaner mit dem Westafrikaner. Jetzt gab es ja in der deutschen Geschichte, müssen wir nicht drüber reden, diverse Theorien zu unterschiedlichen, ich formuliere es mal, Ethnien. Wenn man sich jetzt mal die Menschen außerhalb Afrikas anguckt, die quasi von dieser einen Auswanderungswelle abstammen, wie groß ist der genetische Unterschied? Ist der signifikant? Kann man so Begriffe wie Ethnie in genetischer Sicht eigentlich vertreten? Wir sprechen häufig von Populationen. Ich bin quasi auch so ein bisschen Populationsgenetiker, weil wir das viel machen. Wir untersuchen genetische Unterschiede zwischen Gruppen. Und wenn man eine Gruppe hat, dann nennt man sie Population. Jetzt kann man sie auch Ethnie nennen oder so, wie man das früher getan hat, Rasse. Nur muss man da ganz klar sagen, dass zwischen diesen Gruppen Gradienten bestehen. Und die Gruppe selbst ist völlig willkürlich gewählt. Also an welcher Stelle ziehe ich eine Grenze? Weil was wir tatsächlich sehen in den genetischen Daten der Menschen zum Beispiel außerhalb Afrikas, ist, es ist ein kompletter Gradient von sage ich jetzt mal Westeuropa bis nach Ostasien. Kann ich an keiner Stelle sagen, okay, hier holen die Europäer auf, hier fangen die Asiaten an. Ja, oder hier fangen die Indianer an Nordamerikas, hier hören die Asiaten auf. Auch das ist auch ein kompletter Übergang zwischen Alaska und Sibirien. Das heißt, wir sehen zwar, dass sich Menschen von Westeurasien, Europäer, Ostasiaten, Menschen aus dem heutigen China, genetisch unterscheiden. Klar, das sehen wir nicht nur, wenn wir sie anschauen, sondern das ist auch genetisch, so sie unterscheiden sie. Aber dazwischen liegt der Gradient. Und die Unterschiede, die wir sehen, sind gar nicht so groß. Also wenn ich zum Beispiel Ihre DNA nehme und meine DNA, vergleiche die, dann werde ich ungefähr 4 Millionen Unterschiede finden zwischen unseren zwei Genomen. Mhm. Wenn ich jetzt aber die DNA nehme von Mao Zedong oder irgendeiner Person aus China und würde deren Genom mit unserem Genom vergleichen, würde ich so ungefähr 4,2 bis vielleicht maximal 4,5 Millionen Unterschiede finden. Das heißt, es ist gar nicht mehr so viel mehr zwischen dem Ostasiaten und uns, wie wir zwischen uns beiden finden. Und das liegt halt daran, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren haben mit den Ostasiaten vor 50.000 Jahren. Da waren wir noch eine Familie und dann sind wir quasi auseinander gewandert, haben uns auch immer mal wieder getroffen und gemischt. Und deswegen sind die genetischen Unterschiede zwischen den menschlichen Populationen außerhalb Afrikas gar nicht so groß. Zu einer Person aus Afrika hätten wir noch mehr Unterschiede. Nicht so viele zu den Ostafrikanern, aber viele zu den Westafrikanern und Südafrikanern. Aber das hat der Ostafrikaner auch. Auch ein Ostafrikaner und ein Westafrikaner, wenn man die miteinander vergleicht, haben wir vielleicht so 6 bis 8 Millionen Unterschiede. Also die unterscheiden sich halt stark. Und das bedeutet im Prinzip auch, die genetische Vielfalt, die wir innerhalb einer Population haben, wie zum Beispiel innerhalb der Mitteleuropäer, ist ein Großteil von dem, was überhaupt außerhalb von Afrika existiert. Und zwischen den Populationen, also zwischen Ostasiaten und Europäern, finde ich gar nicht mehr so viel mehr Unterschiede. Man findet vor allem auch noch nicht mal fixierte Unterschiede. Das heißt, es gibt keine Stelle im Genom, wo sich alle Europäer von allen Asiaten unterscheiden. Nicht eine. Es gibt noch nicht mal eine Position im Genom, wo sich alle Europäer von allen Afrikanern unterscheiden. Ja? Also das heißt, wir reden hier immer über das Judengen oder so welche furchtbaren Sachen, die immer mal wieder in irgendwelchen Büchern auftauchen oder von irgendwelchen Politikern dann irgendwo verwendet werden. Da muss man einfach sagen, das ist völliger Blödsinn. Es gibt nicht nur kein Gen, was uns unterscheidet, sondern es gibt nicht mal eine Stelle im Genom, was die Populationen der Welt unterscheidet.
oder die Kontinentalpopulation. Also insofern sind diese Begriffe wirklich sehr, sehr schwierig. Das macht keinen Sinn. Und warum dann auch diese fünf Begriffe, die man halt früher verwendet hat, als Rasse, die gehen zurück auf einen Anthropologen aus Deutschland, Blumenbach, der die geprägt hat im frühen 19. Jahrhundert. Aber es gab zu der Zeit auch Konzepte von vier, von drei, von bis zu 65 unterschiedliche Ethnien oder Rassen, hat man sie ja damals noch genannt. Und diese sind natürlich genauso valide wie die anderen auch. Die machen nämlich keinen Sinn, weil sie sind völlig aus der Luft gegriffen. Ja, man teilt es einfach ein. Man teilt einen Gradienten ein. Man muss sich das so vorstellen wie ein Farbkreis. Man hat so einen Farbkreis und möchte im Prinzip sagen, hier fängt Gelb an und da hört Rot auf. Das geht im Farbkreis nicht, weil es ist ein Gradient genau. Dazwischen. Ja? Ja, kennen wir ja noch aus Südafrika, dieses völlig absurde System, dass da irgendwelche Beamten entschieden haben, wie schwarz man jetzt ist. Ob man gerade noch weiß genug ist. Aber ich meine, die Spitze der Absurdität haben Sie ja gerade gesagt, wenn sich ein schwarzer Ostafrikaner und ein schwarzer Westafrikaner mehr unterscheiden. In den meisten Genetiksystemen von irgendwelchen Rassekundlern wäre das eine Rasse gewesen, eine Ethnie, während der Europäer natürlich, der dem anscheinend ja viel näher ist, eine ganz andere gewesen wäre, die natürlich genau. Auch noch viel weiterentwickelt ist. Und da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Genau. Und davon abgesehen hat man ja den Phänotyp genommen, nämlich die Hautfarbe. Ja, genau. Und da haben wir ja gerade gesagt, dass die Hautfarbe, die wir heute haben, eigentlich aus 3.000, 4.000, 5.000 Jahre alt ist. Und sage ich jetzt mal, wenn ich 10.000 Jahre zurückgehe, waren alle Menschen auf der Welt dunkel in ihrer Hautfarbe. Das heißt, diese weiße Rasse oder was auch immer, ist ja auch was sehr Kürzliches. Und es ist ja tatsächlich auch so, die Menschen haben die Hautfarbe, je nachdem, welchem Breitengrad sie wohnen. Menschen aus Australien, aus Papua-Neuguinea, dem Hochland, aus Südindien, aus Afrika, Äquatorialafrika und auch in Bolivien, beispielsweise in Ecuador, haben sehr dunkle Haut, weil sie am Äquator leben und sich dementsprechend anpassen mussten. Aber packe ich die jetzt alle in die gleiche Kiste? Ist das eine Ethnie? Die Bolivianer, die Äquatorialafrikaner, Papua-Neuguineaner, australische Aborigines und Südasiaten macht auch gar keinen Sinn, sie anhand von Hautfarbe zu sortieren. Und dann gibt es auch Menschen in Südafrika, die San zum Beispiel, die Khoisan, die haben hellere Haut als teilweise Menschen, die dann im nördlichen Afrika leben oder sogar im südlichen Mittelmeerraum. Packe ich die dann auch zusammen mit den Europäern, gehören die dann dazu, wenn ich dann anhand von Hautfarben habe. Also es macht ganz, ganz wenig Sinn. Und es ist sehr traurig, weil natürlich der Mensch tendiert dazu, Kisten irgendwo zu beschriften und Dinge reinzupacken und die Welt zu sortieren. Aber bei Menschen macht das wirklich gar keinen Sinn. Wo man es tut, sind Haustiere. Ja, da reden wir im Deutschen zumindest, sagen wir Rasse. Im Englischen macht man das nicht, da sagt man Züchtung, Breed. Wir sagen Rasse, wir setzen das sozusagen gleich mit einer Art Unterart. Ja, Unterart und Rasse könnte man auch gleichsetzen als Begriffe, was auch bedeuten würde, es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Wenn man sagt, es gibt Rassen, gibt es Unterarten. Ja, das ist ganz furchtbar. Und bei Tieren kann man sogar noch vielleicht irgendwo das Konzept verstehen, weil tatsächlich, wenn ich einen Schäferhund nehme und einen Dackel, dann gibt es quasi zwischen Schäferhund und Dackel mehr Unterschiede, als ich innerhalb aller Dackel sehe und innerhalb aller Schäferhunde. Also Schäferhunde sind sehr, sehr ähnlich, weil Tierzüchtungen sind aus so 200, 300 Jahre alt, was viele auch nicht denken, die gibt es noch gar nicht so lange. Und da hat man einfach Geschwister immer wieder miteinander verpaart. Die sind ganz stark von Inzucht betroffen. Die haben fast keine genetischen Unterschiede. Das ist wie im Prinzip ein Klon. Das ist wie so eine Art Zwilling, den man mit einem Zwilling, mit einem Zwilling, mit einem Zwilling immer wieder fortgepflanzt hat und hat dann am Ende diese reine Rasse, aber die fast keine genetischen Unterschiede auf, weil es natürlich viele Krankheiten hat. Deswegen sterben dann viele Hunde sehr früh. Doggen werden selten älter als 8 Jahre. Schäferhunde kriegen fast immer Hüftprobleme, weil die natürlich ganz stark mit Inzucht betroffen sind. Und da gibt es, wie gesagt, dann wenig Unterschiede innerhalb einer Rasse, einer Tierrasse und dann mehr zwischen den einzelnen Rassen, die dann verantwortlich sind für die langen Beine oder für die langen Haare oder für die lange Schnauze oder die kurze Schnauze. Und das macht Hunde auch sehr spannend für Genetiker, weil wir tatsächlich viele von den Genen, die diese Eigenschaften definieren, gefunden haben, weil wir Hunde studiert haben. Weil wenn man jetzt Hunde untersucht, dadurch, dass fast keine Unterschiede bestehen innerhalb dieser Rassen, kann man dann natürlich schon sehen, wo ist der Unterschied zwischen den Rassen, zwischen allen, die lange Haare haben, allen, die kurze Haare haben, alle lange Beine haben, alle kurze. Und dann findet man ganz schnell die Gene. Man kennt genau die Mutationen, die zum Beispiel lange Schnauze verursachen oder eine kurze Schnauze oder lange Beine oder kurze Beine. Sowas hat man bei Hunden alles gefunden. Da hat man viel gelernt über quasi den Zusammenhang zwischen Genen und Phänotyp. Das lässt sich zum Teil dann auch sehr gut auf andere Arten übertragen. Aber wie gesagt, das hat wenig zu tun mit der
sage ich jetzt mal, Biologie der meisten Arten dieser Welt. Und das ist ein völlig künstliches System, was der Mensch geschaffen hat durch Züchtung und Inzucht. Und das wollen wir jetzt bitteschön nicht mit menschlichen Populationen vergleichen. Also es sei denn, jemand hätte wirklich vor, dann irgendwie Menschen nur noch miteinander zu verpaaren und Familien miteinander zu verpaaren und würde dann vielleicht auch irgendwo an den Punkt kommen, wo die genetischen Unterschiede zwischen diesen Familien oder sehr eng Verwandten quasi gering sind und zwischen den Gruppen größer. Aber da sind wir nicht, ganz und gar nicht. Und das hat wenig mit der menschlichen Biologie und mit der menschlichen Geschichte zu tun. Die Adligen haben es eine Zeit lang versucht, aber... Ja, und die Folgen spüren die Adligen noch heute, ja. Das stimmt. Ich finde dieses Beispiel, dieses Zahlenbeispiel super mit den 4 Millionen versus 4,25 Millionen, sollte meiner Meinung nach an jeder Schule gelehrt werden im Biologieunterricht. Wenn wir das einmal ins Verhältnis setzen, 4 Millionen zwischen uns beiden, 6 bis 8 Millionen zwischen Ost- und Westafrikaner, wie viele Millionen würden wir reden, wenn wir uns ins Verhältnis zum Neandertaler oder zum Denisovaner setzen? Da muss ich selber ein bisschen überlegen. Also wir haben ungefähr 0,2% Unterschiede. Wir haben ein Genom, was 3,2 Milliarden Positionen hat. Das heißt, wir hätten ungefähr 35 Millionen Unterschiede zum Schimpansen. Mit dem haben wir ungefähr 1% Unterschied. Mhm. Und dann hätten wir so ungefähr dann auch 9 bis 10 Millionen Unterschiede vielleicht zum Neandertaler oder zum Denisovaner. Das ist gar nicht so viel unterschiedlich wie jetzt zwischen einem Westafrikaner und einem Ostafrikaner. Wollte gerade sagen, ja. Das muss einem auch immer wieder bewusst sein, dass Denisovaner und auch Neandertaler haben sich von uns aufgespalten vor vielleicht 500.000 Jahren und die tiefsten Divergenzen innerhalb der menschlichen Population haben sich so vor 300.000 Jahren aufgespalten, sich natürlich auch immer mal noch ein bisschen vermischt, aber die tiefen wirklich Aufspaltungen zwischen West- und Ostafrika und Südafrika und West- und Ostafrika sind sehr, sehr tief. Und gar nicht so viel anders wie vom Denisovaner und vom Neandertaler. Und bei den zwei Gruppen ist es natürlich auch so, die haben sich auch mit uns vermischt. Das heißt, kompatibel waren die noch mit uns. Sie haben halt nur sehr lange außerhalb von Afrika gelebt und haben sich deshalb natürlich auch anders entwickelt, haben eine andere Morphologie bekommen. So wie ja auch Menschen, die vielleicht vor 40.000 Jahren nach Australien eingewandert sind und sich dort auch angepasst haben und das Leben am Äquator und vielleicht dunklere Haut noch bekommen haben, als sie vorher hatten oder sich anderweitig angepasst haben oder Menschen, die nach Norden vorgestoßen sind, wie nach Skandinavien und dann hellere Haut bekommen haben. Das heißt, eine Anpassung hat stattgefunden und sicherlich dann auch dementsprechend morphologische Veränderungen, die im Laufe der Zeit passieren. Aber kompatibel waren sie noch mit uns. Also insofern kann man eigentlich natürlich auch sagen, dass Neandertaler und Denisovaner natürlich auf alle Fälle Menschen sind. Das stellt, glaube ich, niemand in Frage, aber so gar nicht so weit weg sind von uns. Ja. Aber immer noch weit genug, dass sie natürlich am Ende doch verdrängt wurden. Dass wir heute keine Neandertaler sind, sondern moderne Menschen und nur ein bisschen von denen in uns haben, aber sie eigentlich quasi ausgestorben sind, beziehungsweise ein paar Gene zu uns beigetragen haben, aber am Ende gar nicht so viel. Aber jetzt muss ich ihn nochmal zum Verständnis fragen. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, die Nord- und Südafrikaner würden sich stark unterscheiden, würde ich sagen, ja, da ist halt die Sahara dazwischen. Was ist denn der Punkt, warum die Ost- und Westafrikaner so weit voneinander entfernt sind? Ja, es ist wahrscheinlich einfach eine komplexe Arten- oder Entschuldigung, das war jetzt der falsche Begriff, eine komplexe also wenn man es sich so vorstellt, wir haben Westafrika und Ostafrika, ist einmal natürlich so, es gibt schon auch geografische Barrieren dazwischen. Wir haben natürlich einmal das Kongo-Becken, das ist ein riesiger Urwald. Wir haben natürlich das Hochland, was in Ostafrika sich befindet, mit natürlich einem ganz anderen Ökosystem. Wir haben diese großen Savannen, wir haben das Rift Valley. Das sind sicherlich Orte, an denen man sich anders an das Leben dort anpasst, wie vielleicht im Westen oder im Süden. Und sicherlich hat es auch genetischen Austausch gegeben zwischen den Jäger- und Sammlergruppen Afrikas. Aber über die Zeit haben sich dann am Ende dann doch sicherlich Gradienten, muss man sich halt auch so wie in Eurasien vorstellen, zwischen Europäern und Asiaten gebildet, die aber noch viel älter sind. In Eurasien sind die Gradienten quasi nur 50.000 Jahre alt, zwischen uns und Ostasiaten. Aber in Afrika, dadurch, dass der Mensch dort vor 300.000, 400.000 Jahren entstanden ist, ist halt dieser Gradient dazwischen viel älter. Der ist halt 300.000, 400.000 Jahre alt. Was aber auch bedeutet, ein Gradient, das heißt dazwischen, gab es halt auch Gruppen, die sich miteinander fortgepflanzt haben. Und es gab sicherlich auch ein bisschen Genfluss zwischen Ost und West und zwischen Süd und West. Aber der war nicht so, dass sie sich so ausgetauscht haben, dass sie gleich geblieben sind. Es war zu wenig Genfluss zwischen den einzelnen Populationen, dass am Ende tatsächlich unterschiedliche quasi Populationen entstanden sind, die sich genetisch dann doch so stark unterscheiden.
Und was man auch unterschätzt, ist die Größe Afrikas. Also wir haben dadurch, dass wir diese Mercator-Projektion der Welt im Kopf haben, die Afrika in die Mitte setzt, denken wir immer, Afrika ist ja vergleichbar mit Europa oder so. Aber es gibt da so schöne Webseiten, so The Real Size Of, wo man das einfach nehmen kann und packt das in Afrika rein und dann sieht man, dass Grönland viel, viel kleiner ist als Nigeria oder irgend sowas. Man kann da alles reinpacken. Russland, USA, das ist Wahnsinn. Genau. Man kann Kanada, USA, China und Russland oder so in Afrika reinpacken. Und auf unserer Karte sieht das alles viel größer aus, aber das liegt halt natürlich an der Projektion. Das heißt, Afrika ist einfach riesig. Und dementsprechend ist natürlich auch die Region, in der Menschen gelebt haben, sehr, sehr groß. Und es gab zwar Gradienten dazwischen, wie gesagt, aber diese Gradienten waren scheinbar dann doch so stabil, dass es keine sogenannte Panmixie gab. Das heißt, dass sich die Menschen immer miteinander fortgepflanzt haben, dass die aus Süden nach Norden und von Westen nach Osten und immer wieder gegangen sind. Und natürlich ist die Sahara eine Barriere, die wir jetzt wahrnehmen. Aber auch bei der Sahara muss man sagen, die Sahara existiert im Moment. Aber die Sahara existierte zum Beispiel nicht vor 8000 Jahren. Da war die eine große Savanne. Das heißt, die Sahara ist auch eine Barriere, die nicht immer da ist. Ja, und es gibt auch Kollegen, die halt meinen, vielleicht war der tropische Regenwald eine größere Barriere zwischen Ost und West als die Sahara zwischen Nord und Süd für lange Zeit. Das kommt immer auf die Zeitperiode an. Aber es ist ja, es ist eine sehr interessante Frage tatsächlich auch, warum war das so stabil? Ja, warum sind die Westafrikaner nicht nach Osten gegangen und die Ostafrikaner nach Westen? Aber es zeigt wahrscheinlich auch, dass die Lebensbedingungen dann am Ende vielleicht doch so lange so gut gewesen sind, dass halt diese Jäger- und Sammlerpopulation doch relativ stabil in ihren quasi Ökosystemen gelebt haben und sicherlich auch sich angepasst haben. Weil das ist auch einer der Unterschiede vielleicht zum Rest der Welt, da der Mensch in Afrika entstanden ist. Ist ja quasi natürlich evolviert in dem Ökosystem. Ja, ist sozusagen sehr gut angepasst eigentlich an das Leben in Afrika. Verschiedene Phänotypen, die wir heute haben, wird ja auch gesagt, zum Beispiel, dass wir so lange Distanzen laufen können. Ja, das ist ja eine typische Eigenschaft der Menschen. Ja, unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen oder Gorillas und so, die haben alle keine Möglichkeit, so lange Distanzen zu laufen wie wir. Und tatsächlich können selbst Pferde und Hunde, Wölfe, von denen wir annehmen würden, sie könnten lange Distanzen laufen, nicht so lange Distanzen laufen wie wir. Wir sind die Weltmeister unter den Säugetieren im Langstreckenlauf. Und das scheint auch dort entstanden zu sein, als Jagdtechnik in der Savanne scheinbar, vor vielleicht 2 Millionen Jahren mit dem Homo erectus. Also das heißt, diese Koevolution zwischen Ökosystem und der Fauna hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Menschen wirklich dort sehr gut angepasst waren für unterschiedliche quasi vielleicht Jagdstrategien oder unterschiedliche Tiere und Pflanzen, die man in den Regionen sammeln konnte, dass das vielleicht auch so lange so stabil gewesen ist. Also es ist tatsächlich ein spannender Befund, der sich aber auch anhand dieser Archäogenetik bestätigen lässt, dass wir tatsächlich auch sehen, dass diese Strukturen sehr alt sind, dass wir in Südafrika zum Beispiel jetzt keine großen genetischen Verschiebungen haben bei den Jägern und Sammlern. Dann erst, als dann der Ackerbau kommt, kommt es dann zu genetischen Verschiebungen. Also dann erst vor 3000 Jahren, vor 2000 Jahren breiten sich dann auch Menschen aus Ostafrika nach Südafrika aus. Aus dem Nahen Osten interessanterweise kommen die kommen gar nicht aus quasi Ostafrika, sondern sie kommen zuerst aus der Levante, aus quasi dem Nahen Osten nach Ostafrika mit dem Pastoralismus, also mit Ziegen zum Beispiel und mit Schafen und dann nach Südafrika. Das heißt, es gibt tatsächlich schon eine Bewegung von außerhalb von Afrika nach Südafrika, noch bevor die Holländer kommen oder bevor die Engländer nach Südafrika kommen, gibt es da schon einen Genfluss aus der Levante, der zum Teil auch die Genetik der Menschen dann halt auch dort in dieser Region verändert. Das heißt, wir haben jetzt aber gesagt, es gibt quasi eine Wanderungsbewegung aus Afrika raus, von der alle abstammen außerhalb Afrikas. Jetzt haben wir aber auch andere isolierte Regionen. Also sagen wir einmal zum Beispiel die amerikanischen Kontinente. Die mir bekannte Theorie ist immer noch die Beringstraße, auch wenn ich andere schon gehört habe. War es da auch so, dass es eine relativ kleine Gruppe ist, von der quasi alle Amerikaner abstammen? Oder haben die wiederum mehrere Vorfahren? Ja, also es ist tatsächlich so, dass die heutigen Einwohner Nord- und Südamerikas, also die indigene Bevölkerung zumindest, nicht die heutigen Einwohner, die von Europäern abstammen oder Afrikanern oder Asiaten, sondern die quasi vor mehreren tausend Jahren eingewandert sind, von wahrscheinlich einer relativ kleinen Gruppe abstammen, weil die genetische Diversität in Nord- und Südamerika bei der indigenen Bevölkerung ist tatsächlich sehr gering. Und genetische Analysen von heutigen Menschen aus Sibirien und aus anderen Teilen Asiens zeigen ganz klar diese Verbindung nach Sibirien. Aber auch die Menschen aus der Vergangenheit, die in den letzten Jahren analysiert wurden, zeigen ganz klar, dass es Menschen aus Sibirien waren, die Nord- und Südamerika besiedelt haben in relativ kurzer Zeit. Das ist sehr spannend. Vor 15.000 Jahren beginnt das Ganze und vor 14.000 Jahren sind die ersten Menschen schon in
Süden in Chile von Südamerika, also wahrscheinlich weniger als 1000 Jahre sind die Menschen von Alaska bis nach Chile gekommen und haben Nord- und Südamerika besiedelt. Das war wirklich erstaunlich aus meiner Sicht im Vergleich zum Rest der Welt, wo sowas manchmal dann doch ein paar tausend Jahre länger gedauert hat. Zeigt aber auch, dass natürlich wahrscheinlich die Jagdgründe und die Bedingungen dort sehr, sehr gut waren für Menschen aus Sibirien, sich dort auszubreiten und sich dann natürlich auch im Laufe der Zeit, wie gesagt, zum Beispiel anzupassen an das Leben im Hochland von Altiplano, die Kakasee, Bolivien oder so. Das hat natürlich wahrscheinlich auch eine Weile gedauert, dass Menschen auf 4000 oder 5000 Meter Höhe leben konnten oder im Amazonas. Wahrscheinlich haben sie sich erst am Meer entlang ausgebreitet, am Pazifik, an der Pazifikküste und haben dann so diese ganzen Kontinente besiedelt. Das sieht man aber, wie gesagt, schon sehr gut. Und es gibt keine zusätzlichen, zumindest messbaren Genfluss nach Nord- und Südamerika, bevor dann die Kolonialisierung im 15. Jahrhundert mit Kolumbus beginnt. Wird da immer mal spekuliert mit den Wikingern oder die Ägypter oder irgendwelche anderen, die angeblich schon mal nach Amerika gekommen sein können. Aber da gibt es wirklich keine genetischen Hinweise drauf. Also es ist ganz klar, dass das erst mit den Europäern stattfindet nach 1492. Das ist aber in anderen Teilen der Welt tatsächlich anders. Also wenn ich zum Beispiel nach Polynesien schaue, auf diese Inseln Vanuatu oder Neukaledonien oder Samoa, Tonga, die sind sehr komplex besiedelt worden. Da gab es eine frühe Besiedlung, eine spätere Besiedlung und noch eine Besiedlung. Da gab es dann immer wieder unterschiedliche Gruppen, die diese Regionen besiedelt haben. Und das sehen wir auch in anderen Teilen, wie zum Beispiel Südostasien, heute die vielen Inseln Borneo, Java, Sumatra, auch Papua-Neuguinea, da haben sich unterschiedliche Gruppen niedergelassen. Und was wir ganz häufig sehen in vielen Teilen der Welt ist, dass es so zwei im Prinzip Haupteinwanderung gibt. Es gibt die eine, die dazu führt, dass Menschen dorthin kommen. Und dann gibt es eine zweite, die den Ackerbau dorthin bringt. Also es sind häufig Jäger und Sammler, die quasi die Welt entdecken, wenn man das so will, und die dann häufig verdrängt werden von Ackerbauern, die den Ackerbau mitbringen. Und der Ackerbau führt einfach dazu, dass man mehr Kinder bekommt. Und das hat einfach einen demografischen Vorteil. Man breitet sich schneller aus, man hat mehr Kinder, man hat mehr Nachkommen und häufig führt dann halt auch das dazu, dass man die Jäger und Sammler verdrängt. Und das passiert eigentlich überall auf der Welt bis heute. Ja, das ist ein Prozess, den kann man heute noch live beobachten. Im Amazonas, in Papua-Neuguinea oder in Afrika, wo im Prinzip von natürlich die Jäger- und Sammlerpopulationen, das wissen natürlich auch alle, das ist kaum noch, vielleicht sind es noch 30, 40.000 weltweit, aber viel mehr sind das nicht. Also die sind natürlich quasi wie eine aussterbende Spezies, natürlich sehr stark bedroht von natürlich auch der Ausbreitung der heutigen Zivilisation. Und das war in der Vergangenheit nicht anders. Und das sehen wir auch in den genetischen Daten aus der Vergangenheit. Also selbst hier bei uns in Europa haben vor 7000 Jahren die einwandernden Ackerbauern aus Anatolien die Urbevölkerung zum Großteil verdrängt. Das heißt, wir, die wir uns jetzt sozusagen Europäer schimpfen, sind eigentlich Einwanderer aus Anatolien zum Großteil in unserer DNA, was dem einen oder anderen vielleicht auch nicht gefällt, aber die Genetik ist da ziemlich eindeutig. Das heißt, mehr als 50% unserer Gene sind vor allem aus Anatolien vor ungefähr 7000 Jahren hierher eingewandert und haben die lokale Jäger- und Sammlerbevölkerung verdrängt, haben sich auch ein bisschen mit denen vermischt. Von denen haben wir so 20% unserer Gene. Später kommen auch noch andere Einwanderungen nach Europa. Das heißt, sowas wie Europa oder Zentralasien sind auch sehr, sehr komplexe Besiedlungsgeschichten, weil da sehen wir, haben wir ja vorher schon gesagt, Mobilität und Migration bis ins natürlich 20. oder 21. Jahrhundert. Das ist für die meisten ja auch keine große Neuigkeit, dass sich Menschen bewegt haben. Es gibt große Populationsverschiebungen, hauptsächlich mit dem Ausbreitung im Ackerbau vor 7000 Jahren. Der Pastoralismus aus der Steppe mit Pferden, mit sehr mobilen Menschen, die aus der Steppe einwandern vor 5000 Jahren. Aber dann auch das Römische Reich sorgt dafür, dass sich die Genetik der Mittelmeerländer ganz stark verschiebt. Die Völkerwanderungszeit im 6. Jahrhundert, nachdem das Römische Reich kollabiert, sorgt nochmal dafür, dass alle ordentlich durchmischt werden. Und dann gibt es natürlich in den Jahrhunderten danach große Einwanderungen wieder aus Zentral- und Ostasien, also die Hunnen, die Mongolen, die Awaren und verschiedene andere Gruppen, die natürlich dann auch sich ausbreiten und natürlich auch zum Teil Gene nach den Westen bringen aus der Steppe. Das heißt, auch da gibt es große Verschiebungen. Seit dem Mittelalter kann man eigentlich sagen, seit dem Hochmittelalter, so 12. 13. Jahrhundert, hat sich genetisch eigentlich nicht mehr so viel getan. Also da sind wir sehr stabil, kaum messbare genetische Unterschiede. Das heißt, wenn ich jetzt mittelalterliche Siedlungen aus Mitteleuropa nehme und vergleiche die genetisch mit den Leuten, die heute leben, dann sehe ich eigentlich keinen genetischen Unterschied. Also das heißt, das 20. Jahrhundert oder das 19. Jahrhundert hat eigentlich kaum noch zu genetischen Verschiebungen geführt, also kaum messbaren genetischen Verschiebungen. Auch wenn man da natürlich denkt, oh wow, wir haben 12 Millionen Menschen aus Osteuropa nach Mitteleuropa aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg und natürlich verschiedene andere
Napoleonischen Kriege mit ihren Grenzverschiebungen und alle möglichen anderen Grenzverschiebungen, die später stattgefunden haben, aber die haben nicht dafür gesorgt, dass sich die Genetik der Europäer so stark verschiebt. Also im Vergleich zumindest zur Vergangenheit, wo das wesentlich größer war. Also wie gesagt, mit dem Ackerbau werden 95% der lokalen Bevölkerung erstmal verdrängt. Sowas heute zu produzieren in Europa bräuchte 10 Milliarden Einwanderer. Das kann man sich rechnerisch nicht möglich. Genau. Jetzt meine persönliche Erfahrung und Einschätzung ist, Menschen, die heute noch mit Begriffen wie Rasse um sich schmeißen, lassen sich jetzt nicht unbedingt von Fakten überzeugen. Beteiligen sie sich trotzdem an Themen wie Migrationsdebatte oder Wiedererstarken von Rassismus? Ja, also wir haben ja letztes Jahr dieses Buch veröffentlicht, die Reise unserer Gene, zusammen mit Thomas Trappe, einem guten Freund von mir, der Journalist ist, und wir haben uns da auch natürlich dazu positioniert. Also wir haben vor allem im letzten Kapitel uns natürlich auch zur Flüchtlingskrise und dem Thema Migration dann doch gewidmet und halt so ein bisschen natürlich auch zeigt, was wir aus der Menschheitsgeschichte gelernt haben über diese hohe Mobilität. Und sicherlich kann da jeder so ein bisschen seins rausnehmen, weil Mobilität und Migration in der Vergangenheit führte natürlich auch zu Krieg und Konflikten und vielleicht der Ausbreitung von Krankheiten. Das war nicht unbedingt nur positiv, aber es hat halt auch gezeigt, dass einmal ist natürlich in der Natur der Menschen liegt, Migration, aber dass es auch immer Innovation gebracht hat. Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich dann immer noch als Jäger und Sammler durch den europäischen Wald streifen. Das wäre vielleicht schön für den europäischen Wald, wenn wir hier noch schöne Buchenwälder und Eichenwälder hätten. Aber wir würden keinen Ackerbau betreiben, wir hätten quasi keine hohe Mobilität und wir würden sicherlich nicht über die Technologie verfügen. Ich meine, es gibt ja auch heute wieder dieses romantische Bild zurück zur Paleo-Diät und zum Jäger und Sammler. Das finden ja auch viele ganz toll. Das kann man auch in jedem Öko-Supermarkt vielleicht Paleo-Diät Kochbücher kaufen. Ich will jetzt nicht sagen, ich kaufe selber in solchen Supermärkten ein. Aber es ist auch so ein gewisser Trend so zurück zu so einer Urform der Landwirtschaft. Ja, so eine Romantisierung auch irgendwo, ne? Es ist eine absolute Romantisierung, weil wenn man sich wirklich anschaut, was die Menschen als Jäger und Sammler vor 10.000 Jahren gegessen haben, dann bin ich mir sicher, das ähnelt eher dem, was man im Dschungelcamp sieht, was man an Maden und Schleim und Würmern irgendwie essen muss. Ich glaube, das würde niemand von uns essen wollen. Die haben auf jeden Fall kein Steak gegessen, weil es gab noch keine domestizierten Rinder. Die haben mit Sicherheit auch keine Produkte, Getreideprodukte gegessen, weil die gab es halt auch noch nicht, und auch kein Gemüse, weil das Gemüse ist komplett alles gezüchtet von Menschen. Also das heißt, wenn man diese Bilder sieht, Paleo-Diät ist eigentlich nichts von den Artikeln, die man da sieht, wirklich Paleo, weil die gab es alle noch nicht, die sind alle quasi von Menschen gezüchtet. Na, zu den Insekten kommen wir vielleicht irgendwann wieder zurück, essenstechnisch. Meine zweite Folge war mit dem Ökotrophologen Professor Ritter, der hat auch gesagt, dass das eigentlich eine sehr gute Ernährung wäre, auch mit Blick auf den Klimawandel. Was auch doch eine kurze Frage wäre, ich weiß, Sie müssen gleich los. Es gab ja in der Menschheitsgeschichte durchaus regional verschieden natürlich, aber auch größere Klimawandelszenarien. Hat sich das auch in den Genen wiedergeschlagen, weil einfach gewisse Genmutationen sich besser durchgesetzt haben dann in den neuen klimatischen Bedingungen? Kann man jetzt nicht direkt sagen. Also bei Klima bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn man sich mit dem Klima beschäftigt, gerade durch die Menschheitsgeschichte oder durch die Zeit, dann sieht man, dass sich das Klima ständig verändert hat. Wir leben im Moment in einer Warmzeit. Vor 10.000 Jahren beginnt die. Vor 20.000 Jahren war die letzte große Eiszeit. Da war es verdammt kalt. Und dazwischen hat man alle möglichen Veränderungen. Zum Teil dramatisch, dass es innerhalb von 40, 50 Jahren sich um 12 Grad abkühlt. Ja, wir reden jetzt von einem Grad im 20. Jahrhundert. 12 Grad, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und sowas waren natürliche Schwankungen. Also ich verstehe das schon auch durchaus Klimaskeptiker. Ich bin absolut keiner davon. Ich würde absolut sagen, der Mensch hat die Biosphäre so verändert, dass sich das Klima verändern wird. Und das ist menschgemacht. Das stelle ich gar nicht außer Frage. Aber in der Vergangenheit hat es das schon gegeben als natürliche Schwankungen. Das hat natürlich auch dramatische Konsequenzen gehabt, wenn plötzlich die Festlandgletscher wieder vordringen bis irgendwie nach Norddeutschland und plötzlich kein Mensch mehr wohnt in Mitteleuropa. So hatten wir das vielleicht vor 12.000 Jahren mit der jüngeren Dryas. Das war die letzte, quasi so eine Art letzter Vorstoß der Eiszeit. Und das war sicherlich für die Menschen dramatisch und die mussten sich nach Süden ausbreiten und danach haben sich vielleicht andere Menschen nach Norden ausgebreitet und hat die Genetik der Menschen auch verändert. Das war jetzt nicht unbedingt, dass sich da genetische Veränderungen dann irgendwo ausgebreitet haben, die eine bessere Anpassung an das Leben im Norden waren. Wie ich schon gesagt, da ist eher die Kultur das Wichtige und die haben wir alle. Alle Menschen auf der Welt haben die Kulturfähigkeit und komplexe Sprache. Das heißt, wir sind da alle gleich gut quasi angepasst und würden es irgendwie verstehen, ein Haus zu bauen und Feuer zu machen und irgendwie überleben. So ein bisschen hinbekommen würden wir das vielleicht Jäger und Sammler besser als wir heute, weil wir haben es vielleicht mal im Fernsehen gesehen, aber wir haben jetzt keine Ahnung wirklich, wie es geht.
müssen wir mal ausprobieren, wäre sicherlich auch spannend. Mal versuchen, einfach 2-3 Wochen im Wald zu überleben. Würden wahrscheinlich viele von uns nicht, aber es wäre trotzdem ein interessantes Experiment. Aber was dann tatsächlich passiert ist, dass wir genetische Veränderungen sehen, die einfach daher kommen, dass Menschen lokal ausgestorben sind. Einfach die klimatischen Veränderungen so stark waren, dass Menschen dort nicht leben konnten. Zum Beispiel das letzte glaziale Maximum vor 20.000 Jahren, als die letzte große Eiszeit war, da waren die Festlandgletscher so bis nördlich von Berlin. Da hat in Mitteleuropa niemand gewohnt. Ja, die Gletscher in Süddeutschland waren bis München. Da hat, sagen wir mal, was jetzt heute Thüringer Wald wäre oder so Thüringen, Sachsen, Hessen oder so, da hat niemand gewohnt. Das war Permafrost. Ne? Da hätte man nicht wohnen können. Da könnte man vielleicht mal im Sommer hin und versuchen, irgendwelche Mammuts zu fangen, die da auch schon ausgestorben waren. Vielleicht Karibus oder Rentiere oder irgendwas anderes. Aber das hat natürlich die Lebensbedingungen natürlich so stark verändert, dass man dort nicht leben konnte. Und nach dem Abschmelzen der Gletscher haben sich Menschen wieder ausgebreitet. Und das waren dann vielleicht andere Menschen, die aus anderen Teilen der Welt stammten oder sich auch genetisch verändert hatten. Also das hat schon eine Rolle gespielt, die quasi die Genetik der Menschen natürlich beeinflusst, aber jetzt nicht unbedingt als Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen, sondern halt eher dadurch, dass es einfach lokal die Bedingungen sich so verändert haben, dass Menschen dort nicht leben konnten. Und das sehen wir natürlich auch. Und das ist für Jäger und Sammler kein so großes Problem, weil die können einfach wegwandern. Ja. Ja, aber für uns heute, wenn 60% der Bevölkerung am Meer wohnen und der Meeresspiegel um 5 Meter steigt, dann kann niemand von diesen 60% der Menschen mehr am Meer wohnen. Das geht einfach nicht, weil zumindest große Teile der Städte überflutet sind. Und das ist ein langsamer Prozess, der wird über die nächsten 100, 200 Jahre stattfinden. Der wird stattfinden, den können wir auch nicht mehr umdrehen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Es existiert noch keine Technologie, das CO2 wieder aus der Atmosphäre in so großem Maße herauszuholen. Und ja, wir befinden uns im Moment in einer Menge CO2, die wir das letzte Mal im Miozän hatten. Das war eine sehr warme Zeit. Ja, also das war eine Zeit, wo es hier in Mitteleuropa Flusspferde gab und Giraffen. Also ich denke, es ist schwierig, diesen Klimawandel zu stoppen. Und die nächsten Generationen müssen sich darauf einstellen. Also das ist keine Frage. Ja, und die aktuelle Entwicklung lässt mich da auch nicht sonderlich optimistisch drauf schauen. Aber lassen Sie mich noch einen letzten aktuellen Vergleich dann machen, wenn der Klimawandel sich schon nicht in der Genetik unbedingt widerspiegelt. Wie sieht's denn aus mit Epidemien und Krankheiten? Da sind wir auch gerade ja alle thematisch ganz groß dabei. Also wenn ich da an die Besiedlung dann, was heißt Besiedlung, die Entdeckung, wie es so schön heißt, Amerikas durch die Europäer denke, da waren ja Abermillionen Ureinwohner, die ausgerottet wurden, gar nicht unbedingt durch Krieg und Hunger, das auch, aber hauptsächlich durch so Kleinigkeiten wie Pocken. Nee, tatsächlich, Infektionskrankheiten spielen natürlich auch eine große Rolle in der Menschheitsgeschichte. Da hat sich meine Arbeitsgruppe in den letzten 10 Jahren auch so ein bisschen drauf spezialisiert. Also wir waren die Ersten, die aus der Vergangenheit Bakterien zum Beispiel genetisch rekonstruiert haben, um etwas zu lernen über die Pest aus dem Mittelalter oder Lepra aus dem Mittelalter oder auch natürlich aus der neuen Welt, die Krankheiten, die Sie schon erwähnt haben, die von den Spaniern nach Amerika, nach Mittelamerika eingeschleppt wurden. Und die haben natürlich eine wichtige Rolle gespielt, weil sie Pandemien verursacht haben, die zum Teil wie der schwarze Tod in Europa die Hälfte der Europäer das Leben gekostet hat. Und haben natürlich dementsprechend auch einen Einfluss auf die Menschheitsgeschichte. Es gibt verschiedene Hypothesen, zum Beispiel die Justinianische Pest im Römischen Reich, die ist so im 6. Jahrhundert, das ist das Ende des Römischen Reiches. Ja, also dann wird es so stark geschwächt, dass es wirklich auseinanderbricht, das Weströmische Reich in dieser Zeit und seinen Beitrag sicherlich leistet zum Zusammenbruch und natürlich dann der Migrations-, also der Völkerwanderungszeit, die dann danach kommt. Und so haben Krankheiten sicherlich immer eine wichtige Rolle gespielt, dass der Mensch Nord- und Südamerika besiedeln konnte in dem Maße der Europäer, wie er es tat, hat sicherlich mit Infektionskrankheiten zu tun. In Afrika haben die Europäer das nicht geschafft, weil sie unter den Krankheiten aus Afrika gelitten haben. Als die Europäer nach Afrika kommen, haben sie alle Malaria bekommen und konnten sich dort kaum in dem Sinne ausbreiten, wie sie das in Nord- und Südamerika getan haben, weil die Nord- und Südamerikaner tatsächlich schlechter angepasst waren an unsere Infektionskrankheiten aus Europa. Und das hat zum Teil was mit der Genetik zu tun. In Afrika, haben wir schon gesagt, haben wir mehr genetische Diversität. Natürlich auch mit den Krankheiten selbst. In Nord- und Südamerika gab es viele von diesen Infektionskrankheiten nicht. Und das wiederum liegt jetzt daran, dass die Landwirtschaft und die Viehwirtschaft hauptsächlich, das heißt das enge Zusammenleben zwischen Mensch und Tier, hauptsächlich in Eurasien entstanden ist. Da hat man zum Beispiel Schweine oder Schafe oder Ziegen oder Kühe domestiziert
und hat mit denen zusammengelebt. Über Jahrtausende haben wir im selben quasi Haus geschlafen, ja. Wahrscheinlich direkt im selben Strohbett, ja, wie die Haustiere. Und wir haben durch sogenannte Zoonosen, kennen wir auch heute den Begriff, durch Covid-19, hat jeder mal gehört, der quasi Sprung von einem Krankheitserreger in die menschliche Population. Und das ist dort schon tausendfach wahrscheinlich passiert. Und diese Infektionskrankheiten haben den Menschen natürlich sehr stark geprägt, vor allem in Europa, Asien und Afrika. Aber nicht in Nord- und Südamerika, weil dort gab es diese ganzen domestizierten Tiere nicht. Die kamen dann erst mit den Europäern, die Schweine zum Beispiel, die Pferde oder die Kühe. Und da hat man diese Infektionskrankheiten mitgebracht. Die haben sich dort sehr stark ausgebreitet, weil die Menschen dort nicht evolviert sind. Die haben sich nicht angepasst. Die hatten diese Kinderkrankheiten oder diese Infektionskrankheiten von den Tieren nicht so, wie wir sie in Europa hatten. Und dementsprechend sind sie zu Millionen gestorben. Also tatsächlich haben das ungefähr 95% der indigenen Bevölkerung Nord- und Südamerikas gestorben ist in den ersten 100 Jahren nach dem Kontakt mit den Europäern. Und nur das hat es ermöglicht, dass die Europäer sich so stark dort ausbreiten konnten und dass heute die meisten Amerikaner aus den Vereinigten Staaten ihren Ursprung in Europa haben, genetisch, sogar in Deutschland, ja, interessanterweise. 62 Millionen US-Amerikaner haben deutsche Vorfahren. Also ist die größte Auswanderergruppe gewesen, hauptsächlich im 19. Jahrhundert, die Deutschen nach Amerika. Und das ist halt nicht die indigene Bevölkerung, das ist halt die fast quasi, also die stark in Reservate natürlich verdrängt wurde und die fast nicht mehr existiert. Also das ist natürlich dramatisch. Das ist in Südamerika ein bisschen anders. Natürlich in Bolivien hat man immer noch 90% indigene Bevölkerung. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo die Menschen gelebt haben, weil dort war es wiederum so, die Bolivianer haben im Hochland gelebt, auf 4.500 Meter Höhe. Da waren die Europäer nicht so gut dran angepasst. Die konnten wiederum in der Höhe nicht leben. Und das macht halt auch einen Unterschied. So wie auch die Ostasiaten nicht Tibet in den letzten paar hundert Jahren besiedelt haben. Und die Menschen, die heute aus China zum Beispiel nach Tibet ziehen, da muss ich vorsichtig sein, weil natürlich die Chinesen Tibet als Teil Chinas sehen. China, aber wenn die dort ins Hochland ziehen, haben die eben ein Problem mit der Höhe, wohingegen Bevölkerung dort, die Tibetaner, natürlich angepasst sind, sogar genetisch. Wir kennen sogar die Gene, die ihnen ermöglichen, in dieser hohen Höhe zu leben. Also das macht natürlich auch einen Unterschied. Aber wenn wir jetzt bei Covid noch einmal ganz kurz bleiben, bedeutet das, dass wenn der durchschnittliche Europäer in seiner Geschichte quasi schon mehr Zoonosen erlebt hat als der durchschnittliche Indianer, bedeutet das gleichzeitig auch, dass wenn jetzt eine neue Zoonose auftritt wie Covid, dass der Europäer einfach dadurch, dass er schon mehr ähnliche Zoonosen erlebt hat, grundsätzlich widerstandsfähiger ist oder ist das wirklich nur gezielt gegen eine Krankheit? Ja, also es gibt da mehrere Faktoren. Das eine ist sicherlich, wie viele haben wir schon erlebt und gibt es quasi Gene, die uns gewisse Resistenzen geben. Natürlich auch, wann haben wir sie erlebt? Als Kinder ist unser Immunsystem tatsächlich noch formbarer als dann als Erwachsene. Häufig sind Kinderkrankheiten, wir nennen sie nicht umsonst Kinderkrankheiten, dann gar nicht so schlimm, weil ja, das machen alle Kinder durch. Wenn man kleine Kinder zu Hause hat, weiß man, dass die im Kindergarten sich alles Mögliche einholen und dann Immunität entwickeln und dann natürlich gegen viele Krankheiten später auch immun sind und natürlich auch zum Glück geimpft werden und natürlich dann auch Immunität so entwickeln. Wenn jetzt aber Erwachsene mit solchen Krankheitserregern in Kontakt kommen, dann sind die häufig sogar ja tödlich, solche Krankheiten, die wir als Kinderkrankheiten sonst bekommen. Also das hat natürlich einen Beitrag geleistet, um dann die Nord- und Südamerikaner zu dezimieren, weil sie natürlich als Erwachsene dann damit in Kontakt gekommen sind mit diesen Krankheitserregern aus Europa. Das ist der eine Punkt. Der andere ist die Besiedlungsgeschichte, wie schon erwähnt. Es war eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die Nord- und Südamerika besiedelt hat. Und die hatten natürlich nicht so viel genetische Diversität, die sie nach Nord- und Südamerika mitgebracht haben. Das heißt, die genetische Diversität in Nord- und Südamerika ist tatsächlich viel geringer. Ja, wir haben gesagt, zwischen uns beiden sind vielleicht 4 Millionen Unterschiede. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber ich schätze, dass zwischen einem Einwohner Chiles und einem Einwohner Boliviens mit indigenen Wurzeln wahrscheinlich nur 3 Millionen Unterschiede bestehen, vielleicht sogar noch weniger. Das heißt, gerade Immungene sind vielleicht nicht in der Diversität vorhanden, wie sie bei uns vorhanden sind. Und das führt dann eventuell dazu, dass sie Krankheiten einfach besser ausbreiten können, weil bestimmte Immungene nicht vorhanden sind. Mhm. Und das wäre in Afrika zum Beispiel nicht der Fall. Also das heißt, es kann durchaus so sein, dass dann auch sowas wie Covid-19 beispielsweise indigene Bevölkerung im Amazonas wesentlich stärker beeinträchtigen würde als in Europa. Aber das eigentliche Problem ist tatsächlich nicht die Biologie dieser Menschen, sondern es sind einfach deren Lebensumstände. Weil wenn das in so einem Dorf im Amazonas kommt, man findet natürlich im Umkreis von 100 Kilometern kein Beatmungsgerät, dann wird man wahrscheinlich so und so sterben. Also das hat vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, sondern mehr mit den Umständen. Aber es gibt tatsächlich auch Gene, die das beeinflussen. Also mein Kollege hier am
Institut in Leipzig, der Svante Pebo, der hat zum Beispiel gerade gezeigt in einer Publikation, dass es ein Gen gibt, was vom Neandertaler auf die Eurasier übertragen wurde. Also das heißt, in eins dieser 2% Gene, die wir in heutigen Menschen außerhalb Afrikas finden, die vom Neandertaler stammen. Und dieses Gen verursacht eine dreifach höhere Chance oder Möglichkeit, an Covid-19 zu sterben. Und das stammt vom Neandertaler und hat sich vor allem in Südasien, also in heutigen Einwohnern Pakistans und Indien, ausgebreitet. Da haben das ungefähr 50-60% der Einwohner und auch in heutigen Europäern haben es ungefähr 10%. Das heißt, jeder Hundertste hat 2 Gene, jeder Zehnte hat 1 Gen in diesem Typ und das verursacht eine höhere Sterblichkeit. Dreifach höhere Sterblichkeit, wow. Genau. Und das ist auch ein interessanter Befund. Und warum das so ist, hat man noch nicht verstanden. Man hat es nur gefunden. Also auch da spielt die Genetik eine Rolle. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Abteilung, weil wir das jetzt natürlich hier gefunden haben, alle getestet und einfach mal geguckt, wer trägt das Gen, wer trägt das nicht. Und die Leute, die es tragen, müssen sich natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr Sorgen machen, als die, die es nicht haben. Und wir versuchen das natürlich weiter noch zu untersuchen. Also auch da spielt die Genetik schon eine Rolle. Also die ist nicht... Die ist nicht zu vernachlässigen. Aber ja, wie gesagt, das Gesundheitssystem, in dem man sich befindet und natürlich auch das Durchschnittsalter spielt natürlich noch eine wichtige Rolle. Weil wie wir natürlich alle wissen, ist das Alter der entscheidendste Faktor, ob man an Covid-19 schwer erkrankt und stirbt, als jetzt die Genetik der Person. Also wenn man 65 und älter ist, hat man natürlich ein wesentlich höheres Sterblichkeitsrisiko, als wenn man jetzt Mitte 30 ist. Und Sie haben es mit Kinderkrankheit schon gesagt, Herr Krause, Sie müssen zu Ihrer Tochter zum abendlichen Babybrei, deswegen möchte ich Sie auch gar nicht weiter aufhalten. Aber eine letzte Frage würde ich gerne noch stellen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wenn Sie mit irgendwelchen Rechtsradikalen diskutieren, werden die vielleicht nicht auf Ihre Argumente unbedingt hören. Aber in der Wissenschaft hofft man ja doch immer, dass alle Wissenschaftler schön sich ihre Fakten gegenüberlegen und dann werden sie alle sich einig, dass das alles so richtig ist oder das eine ist falsch. Sie haben aber selber gesagt, die Disziplin ist noch relativ jung und es gibt noch oder gab zumindest, bevor man wirklich nachweisen konnte, ob es kontaminierte Gene waren oder echte alte Gene, gab es da noch viel Widerstand. Erleben Sie heute aus der Wissenschaft, vielleicht gerade aus der Archäologie, von der Sie ja viele bisherige scheinbare Erkenntnisse über den Haufen geworfen haben, erleben Sie noch viele Dogmen, gegen die Sie ankämpfen müssen? Auf alle Fälle. Also schon das Thema Migration, Selbstmobilität war etwas, was man gerade in der Archäologie, in der Frühgeschichte in den letzten 50, 60 Jahren eigentlich nicht so sehr in den Vordergrund gerückt hat, sondern man hat eigentlich mehr von, sage ich jetzt mal, Handelsbeziehungen und Austausch geredet und hat menschliche Gruppen jetzt gar nicht so als mobile Gruppen in der Vergangenheit wahrgenommen. Und das war hauptsächlich auch eine Reaktion auf natürlich die frühe Archäologie im 20. Jahrhundert, die doch sehr stark so eine Blut- und Erde-Idee hatte mit Völkern, sind genetische Einheiten, die eine bestimmte Sprache haben und die sich in der Vergangenheit von A nach B bewegt haben. Also dass man dann, wenn man bestimmte Kulturmerkmale, irgendwelche Töpfe oder irgendwelche Werkzeuge oder Waffen aus der Vergangenheit gefunden hat, dass man dann Gruppen nach diesen Werkzeugen benannt hat, wie zum Beispiel Streitaxtkultur in der Bronzezeit, in der Frühbronzezeit, hat dann diese Gruppen quasi als Entitäten, als Völker natürlich gesehen, als Ethnien und hat daraus natürlich dann diese ganzen nationalistischen Ideen von Aryan entwickelt und die haben sich natürlich dann sehr stark bei den Nationalsozialisten wiedergefunden. Und das hat man natürlich versucht dann im späten 20. Jahrhundert natürlich im Konstruktivismus so ein bisschen zu entkräften und gesagt, das sind Konstrukte, das sind einfach nur Hirngespinste, das existiert natürlich nicht als Einheit. Und jetzt kommen natürlich die Genetiker und sagen jetzt, ja, es ist schon so, dass man diese Gruppen auch genetisch fassen kann und dass da Menschen gekommen sind und sich von A nach B bewegt haben. Die Nazis wären nicht sehr froh darüber, dass wir gezeigt haben, dass diese Arier, diese quasi Streitaxtkultur oder Schnurkeramik, wie wir sie heute nennen, dass die nicht aus Skandinavien nach Mitteleuropa kamen, sondern aus Südrussland. Das hätte Nazis wahrscheinlich nicht in ihre Ideenkiste gepasst, aber das ist der jetzige Befund. Und da haben wir schon häufig den Vorwurf im Raum stehen, dass wir so eine Art nationalistische Ideen wieder bemühen. Aber ich denke, die Genetik hat eigentlich wie keine andere Wissenschaft gezeigt, dass das überhaupt keine Substanz hat. Wir haben das eigentlich entkräftet, weil wir eigentlich zeigen, dass es diese großen genetischen Verschiebungen ständig gibt und diese Vermischung, dass man überhaupt keine nationalen
biologischen Einheiten, die existieren einfach nicht. Macht ja auch Sinn. Ich meine, nationale Grenzen sind wie alt? Die von Deutschland 30 Jahre, die in Europa ändern sich alle 2 Jahre. Grob die Grenzen, so wie wir sie für die Nationalstaaten kennen, kommen aus dem 19. Jahrhundert, aber vorher waren das noch ein völliger Flickenteppich. Also das ist ja nichts, was lang gewachsen ist und was einen Einfluss auf die Biologie der Menschen hat. Also es sind Sprachengradienten gab, so gibt es Genetik heute, Gradienten und ja, nationale Grenzen sind ja einfach nur politische Konstrukte, die haben ja nichts mit Biologie zu tun. Und auch interessanterweise auch nichts mit Sprachen. Das ist ja das, was viele Leute auch immer ein bisschen vergessen. Also dass wir in Norddeutschland, in Ostdeutschland, in Süddeutschland und auch Westdeutschland dann auch Sprachgradienten haben zum Nachbarland, die auch fließend sind. Ja? Also auch da kann man keine klare Grenze ziehen. Wenn Sie jetzt von Brüssel nach Stockholm laufen, von Dorf zu Dorf und sprechen mit den Leuten, dann können Sie an keiner Stelle sagen, hier war die Grenze. Also das geht von Flämisch zu Holländisch zu quasi Friesisch und Norddeutsch zu Dänisch zu Südschwedisch und Mittelschwedisch. Das ist ein fließender Gradient, so auch in der Genetik der Menschen. Sehr schön, Herr Krause. Ich möchte allen, die zuhören, nochmal Ihr Buch ans Herz lesen. Legen die Reise unserer Gene, eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren. Da kann man das alles nochmal sehr schön im Detail nachlesen. Ich finde auch, es ist sehr zugänglich geschrieben. Wurde ja auch mit einem Wissenschaftsjournalisten, wenn ich es richtig sehe, zusammengeschrieben. Das heißt, ich finde, man kann es gut auch mal nebenher lesen, ohne dass es jetzt allzu viel Fachchinesisch wird. Also kann ich jedem ans Herz legen. Ihnen, Herr Krause, vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, danke, Herr Reimers. Ihnen auch. Ciao. Dankeschön. Tschüss.